Hallo liebe Leute und wir machen weiter mit Breath of Fire 3 und ich habe mittlerweile alle Zutaten soweit aufgefrischt, wie ich sie brauche, wie Dan Eiskralle mir geschrieben hat. Und zwar, ich zeig's euch einmal. Also, wir haben jetzt 18 Reis, 15 brauche ich laut dem Rezept von Dan Eiskralle, 8 Essig habe ich, das, ja, 5 Stück brauche ich und Rettich habe ich mir 9 geholt, auch wenn ich nur 8 brauche. Ja, und die Makrele, die habe ich schon gefangen, was ich auch sehr geil finde. Er hat mir als Kommentar geschrieben, die 70 cm Makrele, die ich geangelt habe, ist die beste, die man angeln kann. Und die soll so, wohl so selten sein, dass ich wirklich Glück hatte. Ich find's geil, sowas zu erfahren, also, wow. Hätte ich echt nicht gedacht, dass 70 cm das Maximale ist. Naja, egal, ich habe auf jeden Fall die beste Makrele. 68 cm hätte ich nur gebraucht. Und dann habe ich noch ein paar Sachen während meiner Rundreise gefunden. Naja, eine Sache zumindest. Diese STD-Glas, Stundenglas, oder Sanduhr wahrscheinlich, wie es eigentlich heißen soll. Bestimmt heißt es in Englischen Hourglass. Ja, die habe ich auf jeden Fall da gefunden, wo ich das Meerrettich geholt habe. Dort ist in der einen Truhe, die ich einmal betrachtet habe, diese Sanduhr drin gewesen. Aber gut, ich will jetzt nicht hier lange weiter rumreden. Wir gehen jetzt hier zu der Dame mit unseren Sachen, die wir jetzt haben. Ole, da wird sie sich bestimmt auch sehr freuen. Naja, werden wir ja sehen. Gut, ich hoffe, wir können dann gleich kochen. Ach, ich muss hier runter. Wir haben endlich alle Zutaten. Oh, ich bin so glücklich, Leute. Hat ja auch lang genug gedauert, alle überhaupt zu finden. Naja, gut. Warum habe ich eigentlich gar noch in meiner Gruppe? Das muss ich nachher ändern. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal zu der netten Dame hin. So, wir sind wieder da. Nun habt ihr alles, nicht wahr? Ja, alles bestens. Okay, ich zeige euch nun, wie man Shiso macht. Dann zeige es uns. Okay, wo zeigst du uns das jetzt? Okay, die Makrele schneiden. Die Größe der Scheiben der Makrele hängt von der Größe des Fisches ab, den man gefangen hat. Je größer der Fisch, desto größer die Scheiben. Soll ich mir das aufschreiben? Ich glaube, das mache ich mal. Also, große Scheiben schneiden. Sicherheitshalber, man weiß nie. So. Okay. Weiß ich ja jetzt schon mal, da ich eine 70 cm Makrele habe. Möchtet ihr noch was wissen? Natürlich. Wie viel Reis? Je mehr Reis ihr verwendet, umso größer wird der Ball. Okay, ich weiß, das klingt logisch, aber ihr müsst nicht alles riesengroß machen. Der Trick ist, sicherzustellen, dass die Größe des Balls mit der Makrelenscheiben übereinstimmt. Was? Okay, das könnte lustig werden. Große Reiskugeln. Müsste so eigentlich in Ordnung sein. Also wenn ich das nicht hinkriegen sollte, dann weiß ich auf jeden Fall, woran das liegt. Ich kann nicht kochen. Nein. Okay. Das ist wirklich wichtig. Ja, gut, dass du uns, gut, dass du es uns sagst. Möchtet ihr noch was wissen? So, wie viel Essig brauchen wir? Als Faustregel gilt, man beachte das Verhältnis Essig zu Reis von etwa 1 zu 4. Okay, Essig zu Reis... warum schreibe ich Ries? Reis 1 zu 4. Also Essig muss... Also Reis muss mehr sein und... Ach du Scheiße. Okay. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich sehe schon kommen. Möchtet ihr noch was wissen? So, Meerrettich. Man muss den Gebrauch von Meerrettich mit der Menge des Reis und der Größe der Makrelenscheiben abwägen und dosieren. Was? Okay, Meerrettich? Oh Gott. Das wird ja die Hölle. Wer ist auf die Idee gekommen, verdammt Capcom? Meerrettich, ach verdammt, Moment. Ich lese mir das nochmal kurz durch. Ah ja. Hat man viel Fisch, dann benutzt man mehr mit Meerrettich. Okay, viel Fisch? Oh Mann, das kann ja... echt heiter werden. So viele Sachen, wie ich hier jetzt schon draufstehen habe. Naja, viel ist das noch nicht, aber... Meerrettich. So. Und...
Und wenn man mehr Reis als Makrele verwendet, dann nicht zu viel davon. Okay. Falls mehr Reis, dann nicht so viel. Okay. Das ist heftig. Ich bin ja echt gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze kochen soll. Möchtet ihr noch was wissen? Natürlich, die letzte Sache. Kneten des Shizu. Man muss Folgendes beachten. Wichtig ist es zu wissen, dass beim Kneten der Reis zusammen schrumpft. Okay, beim Kneten muss Reis zusammenschrumpfen, oh Gott. So ein schlimmes Rezept habe ich noch nie erlebt. Zusammenschrumpfen. Noch etwas, was ich beim Kneten beachten muss. Einmal gut durchkneten heißt, man verliert etwa eine Reiseinheit. Okay. Minus ein Reis beim Durchkneten. Müsste doch so passen. Ich hoffe, ich weiß nachher noch, was ich damit meine, mit den ganzen Sachen, die ich hier mal aufgeschrieben habe. Meine Mutter lehrte mich, dass man nie mehr als zweimal kneten sollte. Okay, ja, das wurde mir auch von deinen Eiskralle noch geschrieben. Zweimal kneten. Schreibe ich mir hier auch noch auf. Nie mehr als zweimal kneten. So, passt. Okay, das war jetzt alles, oder? Möchtet ihr noch was wissen? Nein, wir haben jetzt alles. Danke für alles. Seid ihr sicher? Wollt ihr mein Rezept jetzt wissen? Ja, wollen wir. Wie, brauche ich noch einen Zettel? Noch ein Zettel. So. Nun, je größer der Shizu, umso besser. Aber wichtiger als die Größe ist die Ausgewogenheit. Angenommen, wir haben eine Makrele von 10. Okay, das ist jetzt die Größe, oder? Naja. Ich schreibe hier mal auf, 10. Dann sollte der Reis im Teil 8 betragen. Okay. Reis 8. Dann habe ich ja schon fast die Hälfte meines Reises verbraucht. Ach du Scheiße. Okay. Der Anteil an Essig bei 2 liegen. Okay, Essig 2. Und Meerrettich. Und die Menge an Meerrettich 4. Okay. Meerrettich 4. So, 2 Zettel voller Rezepte und etc. pp. Möge der Kochkurs beginnen. Habt ihr es verstanden? Vielleicht schwierig, dies zu verstehen. Aber mit der Zeit hat man es schnell raus, wenn man es erst ausprobiert hat. Okay, so viel dazu. Und wo kann ich das jetzt kochen? Das ist Zielkopf. Er ist hübsch, nicht wahr? Muss ich dazu etwa wirklich, wie ich es vermutet habe, wieder nach Einöde zurück? Ich würde mal sagen, ich probiere es aus. Okay, Leute, wir machen eine Wanderung nach Einöde wieder. Das heißt, die Schiffsfahrt, den ganzen Weg werde ich euch ersparen. Wir sehen uns in Einöde wieder. Wuhu! Aber vorher will ich noch etwas mitnehmen, was ich auf meiner Welterkundungstour entdeckt habe. Ja, hier habe ich ein nettes Plätzchen entdeckt und gesehen, dass ich was übersehen habe. Etwas sehr Tolles wahrscheinlich. Und zwar ein tolles Gen. Ich habe es noch nicht berührt. DJ Care hört die Stimme der Brut, die im Chris eingeschlossen ist. Und wir kriegen das Umkehr-Ungen. Was? Umkehr-Ungen? Wie auch immer. Okay, Leute, dann bis gleich in Einöde. Yay! Und schon sind wir auch in Einöde wieder. Nach der langen Schiffsfahrt. Erstmal muss ich es wieder suchen. So lange, wie ich nicht mehr da war. Aber ich habe es ja noch gefunden, Gott sei Dank. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der Bürgermeister nochmal war. Okay, hier war er nicht. Nee, hier ist nur eine Miezekatze. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Aber mit dem Miet... Obwohl, nee, in war es nicht, nee. Es war hier weiter, lass mich mal durch. Ich will zum Bürgermeister, ich will ihm ein tolles Essen verabreichen. Hier war es wahrscheinlich. Ja, hier ist er, hier sitzt er auch schon. Was auch immer das heißen soll. Unser Standardessen ist Fisch, ja, aber... Der Bürgermeister mag ihn nicht mehr, seit er krank wurde. Bin ich etwa falsch? Jetzt redet er kaum noch mit jemandem.
Okay, was auch immer. Des Bürgermeisters Wache passt gut auf. Man kommt also nicht an ihn heran. Okay, scheint doch richtig zu sein. Ich habe den richtigen angesprochen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal hier weiter und schauen, wie das ganze Gekoche hier abgehen wird. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und dann kochen wir leckeren Fisch.